beginnen wieder mal mit einem Rundschritt und einer Trennung. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Trennen, beide Hände gefasst halten. Und jetzt fühlt ihr Härmchen an dem Brezel. Eins, zwei, tap. Wir haben beide eine halbe Drehung getanzt und die Blickrichtung quasi getauscht. Von hier aus dreht der Herr selbst in einen Herrenschal, indem er seine linke Hand auf seine Schulter weglegt und in den eigenen linken Arm hineindreht. Mit der rechten Hand lässt er mich los. Eins, zwei, tap. Und vorne rollt er mich hoffentlich auf. Um jetzt mich als Dame in einen Damenschal hineinzuführen, ganz wichtig, oben wieder die Frau hinausgleiten lassen aus der Hand. Ihr führt nur mit der rechten Hand. Und eins, zwei, tap. Von hier aus auch wieder vorne auf, vorne danach. Und jetzt kommt erstmal ein kleiner Platzwechsel. Wir haben eins, zwei, tap. Und da achten wir darauf, dass die Hand nicht hier oben bleibt, weil das sehr unangenehm ist für die Dame, sondern eher hier unten an der Hüfte. Jetzt kommt eine kleine Fallfigur. Wir machen sie einmal ganz kurz vor. Und eins, zwei, tap. Wichtig, wenn wir diese Fallfigur tanzen wollen als Herrn, dass ich in dem Takt davor nicht links, rechts, tap tanze, sondern links, rechts schließen, sodass ich auf den linken Fuß drauf bin, den rechten Fuß frei habe, damit ich dann, während ich sie jetzt in die Fallfigur reinschicke, einen kleinen Schritt zur Seite machen kann, um einfach besser zu stehen. Wenn ich sie in diese Fallfigur reinbringen will, drehe ich sie im Endeffekt erstmal und sie lässt sich dann, zack, in meinen rechten Arm hineinfallen. Für die Dame, sobald der Herr mich dreht, habe ich nochmal einen Gewichtswechsel. Das heißt, ich bleibe nicht auf dem linken Fuß stehen, sondern wechsle mein Gewicht mit dem rechten Fuß und dann lasse ich mich fallen und hier aufpassen, nicht die Spannung verlieren, sondern wirklich wie ein Brett, sobald eine Fallfigur kommt und ihr erstmal nicht ganz wisst, wo es hingeht, einfach erstmal gerade lassen den Oberkörper und auch das Becken vor allem angekippt lassen, dass wir nicht durchhängen, ansonsten wird es super schwer für den Mann werden. Machen wir nochmal und eins, zwei, tap. Am Ende als Frau bin ich wieder auf rechts getappt, so wie immer. Und der Herr schließt mir den rechten Fuß ran und auch wieder mit Gewicht, damit ich mit dem linken Fuß ganz normal frei. Genau. Jetzt kommt wieder ein kleiner Platzwechsel, um zu einer Position zurückzukehren. Eins, zwei, tap in den Damenschal. Und jetzt kommt ein Damentaucher, diesmal aber nicht aus dem Körbchen, wie man es ja so kennt, sondern aus der Damenschalposition. Auf der 1, wenn ich den Schritt rückwärts gehe, bringt der Herr mich erstmal zum Nicken. Ganz wichtig, mit dem und mit dem Unterarm vor allem. Also bitte nicht das hier, sondern mit dem Unterarm. Und dann wirklich nur auf der 1 einmal nicken lassen, wenn ich mir den Schritt setze. Danach geht der Arm einfach drüber hinweg und ihr tanzt vor die Damen. Noch einmal. Einmal zusammenhängt. Und 1, 2, denkt immer dran, zerstört niemals die Frisur der Dame. Jetzt noch die Tanzhaltung und ihr habt es geschafft.